Zu einer Wanderung in der Region Wittichenau kann man sich am Samstag dem Lausitzer Wanderverein anschließen. Treff ist bereits um 7 Uhr auf dem Parkplatz am Globusmarkt in Hoyerswerda. Im Autohaus Förster in Lauter und im Opel-Autohaus Hanuschka in Großrieschen wird am Samstag zur Dreifachpremiere eingeladen. Vorgestellt werden der neue Opel Crossland X, der Insignia Sport und der Insignia Sports Tourer. Los geht's, jeweils 10 Uhr. Bundesweit öffnen an diesem Wochenende Bauherren für Architekturbegeisterte Türen und Tore. In Hoyerswerda kann zum Beispiel am Samstag von 10 bis 13 Uhr das Polizeirevier in der Frenzelstraße 10 besichtigt werden. Es wurde denkmalgerecht umgebaut und saniert. Premiere des neuen Renault Koleos ist am Samstag in den Renault-Autohäusern Mosig, in Hoyerswerda, Senftenberg und Spremberg. Daneben gibt es Sonderkonditionen für alle Renault-SUVs. Im Bischofswerda Kleiderfundus in der Bautzner Straße 13 gibt es am Samstag um 10 Uhr wieder ein Kinderkino. Gezeigt wird diesmal die Monster-Uni. Der Eintritt ist frei. Der Kultur- und Sportverein Lauter veranstaltet am Samstag eine vereinsoffene Fahrradtour. Treff dazu ist 13 Uhr. Der Verein Gundermann Seilschaft lädt am Samstagabend zur Plenum der offenen Bühne für Liedermacher in die Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda ein. Los geht's, 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Im Amphitheater am Senftenberger See ist am Samstag noch einmal die Theatergruppe Großkoschen mit dem Stück Einstein vor unserer Zeit zu Gast. Die NABU-Ortsgruppe Wittichenau veranstaltet am Sonntag eine Familienwanderung entlang der Alten und Neuen Spree. Treff dazu ist um 13 Uhr in Riegel an der ehemaligen Mühle. Die geführte Tour dauert ca. 3,5 Stunden. Zum Kinderfirlefanz lädt die Kulturfabrik am Sonntag in den Sommergarten des Bürgerzentrums Braugasse 1 in Hoyerswerda ein. Los geht's, 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Und im Amphitheater am Senftenberger See wird am Sonntagabend die Kultkomödie Ladies Night aufgeführt. Sie erzählt die Geschichte von 6 arbeitslosen Männern, die ihre Würde beim Strippen wiederfinden. Vorstellungsbeginn ist 20 Uhr.